Hallo, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Mario Kart Super Circuit für den Game Boy Advance. Meisterhaft mit Rang A beendet den Sternencup. Und dadurch, dass wir das so phänomenal beendet haben, wähle ich jetzt aus dem Bowser. Und wir fahren als Belohnung den Spezialcup Lakeside Park, Broken Pier, Bowser Castle 4 und natürlich die Motherfucking Rainbow Road. So. Da bin ich mal. Oh, das sieht sehr hübsch aus mit dem Vulkan da hinten. Das sieht richtig geil aus. Lakeside Park. Sowas ähnliches habe ich aber auch erwartet. So, komm, Achtung. Zack. Boom. Superstart. Alle wegbomben. So läuft's. Und Peach ist Zweiter. Ist Peach also immer Zweiter, wenn man mit Bowser spielt? Ich verstehe. Ich glaube, das mit dem Rang A kann man schon recht einfach erledigen, wenn man sich wirklich ein bisschen konzentriert und versucht, die ein oder andere Münze zu sammeln, dann glaube ich, geht das schon. Auf seine 100 kann man schon irgendwie kommen. Kommt natürlich auch drauf an, wie du fährst insgesamt, weil du verlierst ja auch mit. Oh mein Gott, ich habe Peach allen Ernstes gerade runtergekickt. Sie musste von vorne starten und ich bin fast so weit geflogen, dass ich quasi aus der Welt geflogen bin. Schau mal, der Vulkan explodiert im Hintergrund. Wie geil ist das denn? Das ist ja mal dermaßen geil. Warum hat der Game Boy Advance so viele bewegende Sachen im Hintergrund? Extrem geil. Gefällt mir verdammt gut. Also wie gesagt, für ein Game Boy? Riesig, das Spiel. Absolut. Alter, das, wenn du dann beide Speedstreifen nimmst, ist es auch eher so der Tod. Peach holt auf. Also, wer ein Game Boy Advance hat, oder noch hat, oder was weiß ich, absolutes Pflichtspiel für mich. Jetzt schon. Und das kann ich nach 4,5 Parts tatsächlich schon sagen. Das ist ein Riesentitel, ey. Okay, das war vielleicht nicht ganz so clever. Aber ich wollte ihn jetzt auch nicht vor dem großen Sprung einsetzen, weil ansonsten fliege ich ja weiß Gott wohin. Nur nicht dahin, wo ich hin will. Lalalala. Boah, war das knapp. Ich hätte mir gerade fast richtig verschissen, ey. Zack, guck mal. 36 Münzen allein auf der Strecke. Das ist der Hammer. Ich sage, wenn man ein bisschen guckt nach den Münzen, sich da ein bisschen orientiert, dann holt man das übelst easy. Auch Rang A. Wenn man natürlich dann noch überall Erster wird. So, Broken Pier hat so ein bisschen was von Boohoo's oder so. Besonders gut gefällt mir auch hier schon wieder dieser Hintergrund. Peach ist Erste, aber nicht mehr lang. Krieg erstmal einen Stern. Geil. Ah, da wo der Stern noch was wert war. Oh, Alter, da schlitterst du aber auch wie ein Verrückter. Oh, die sieht cool aus, die Strecke. Okay, der Vorsprung ist jetzt schon wieder ganz gut. Donkey Kong wohl nicht getroffen. Oder vielleicht doch. Donkey Kong ist nämlich nur noch Dritter. Oh, du kannst hier am besten einen Pilz einsetzen. Ja. Oh ja. Ja, war eigentlich echt ganz gut eingesetzt. Oh, aber hier ist schwierig, Münzen zu sammeln, weil du hier durch das Schlittern öfter mal in Bedrängnis kommst. Ich habe einen riesen Vorsprung, den sollte ich eigentlich nutzen. Weil jetzt bin ich motiviert, auch hier nochmal A zu holen. Aber ich darf dann natürlich auch nicht zu sehr trödeln. Will nicht, dass es mich dann noch. Ja gut, der Vorsprung ist immens. Scheiße, jetzt bin ich ein bisschen gesprungen, das wollte ich gar nicht. Ja, 30 Münzen läuft.
Das war easy. Da hatten die Gegner ja überhaupt gar keine Chance. Selbst als ich getrödelt. Gut, Peach ist Zweiter. Was erwarte ich? Was erwarte ich? Um Himmels Willen. Aber welche Ironie, ne? Was bin ich erstmal mit Peach Erste und dann ist sie motiviert. Ne? Ist sie motiviert. Zack, boom. Wieder nur Zweiter. Alles klar. Bowser Castle 4. Das letzte Castle damit. Und das sieht richtig böse aus. Wow. Das sieht vor allem richtig groß aus. Genau, Peach nimmt mir erstmal alles weg. Ich bin mich da gerade einfach runtergeschubst. Das mache normalerweise ich. Nicht ich werde runtergeschubst, ich schubse. What the fuck? Okay, die Strecke ist übel. Das ist das letzte Castle, ne? Da kriegst du halt auch was.